benötige ein Pfeil. All darum. Schleife, wo man die anbinden wolle. Die Rinder abschabe, dass sie sich nicht weh machen. Weil ich werde sie schon eng anbinden, wenn sie sich nicht verletzen an dem Ding. Halterungen für die Seile. Ausschlage. So, bis sie anbrenne, sieht immer ganz gut aus, oder? Fertigt. Sturmtruppler, haben Sie eine Mission von Captain Phasma schon erhalten? Oder sind Sie aus Ihrem Kryoschlaf erwacht, als Captain Phasma schon weg war? Ich bin erwacht. Das sehe ich. Vor Captain Phasmas weggehen oder nach? Sturmtruppler? Fragezeichen. Bei Sturmtruppler, dem sei. Wer ist nicht? Reaktionszeit schläft wohl noch. Ich habe ihn in der Basis zurückgelassen. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Einer der Sturmtruppler ist aus dem Kryoschlaf erwacht, aber im Gespräch sehr unschlüssig. Ich denke, er muss mal untersucht werden. Jawohl, mein Lord, wir sind bereits auf dem Rückweg, denn die Kreatur ist wieder erwacht und scheint sich dem Willen des Schülers unterworfen zu haben. Wenigstens etwas Gutes. Mir gefällt das nicht, was mit den Sturmtrupplern passiert. Es ist eine der CT-Einheiten. Wir sind bald zurück, mein Lord. Ende. Ja, bitte, Etekna. Insekten, können Sie sich darum kümmern? Monster mal ein bisschen um die Raptoren kümmern. So, anbinde. Gut. Habt. Sehr schön. Sehr schön. Mal. Ich hoffe, ihr beißt euch nicht gegenseitig. Wäre echt schlecht. So, machen wir mal das Teil hier am Saft. Poste. Noch ein bisschen aufwickeln, das ist zu viel. Das reicht, oder? Gut, dann nehmen wir das Männchen. Schön in die Mitte.
hier wieder am Sattel befestige. Poste-Style anbinde. Gut. So, dann hier Seil an und hier wieder dran. Ja, stell dich ein bisschen gegen Seil her, mal auf da. So. Hier, wir schnuppern euch da jetzt erstmal. Na, alles klar, nicht streiten. Hey, aufeinander aufpassen. Ja? Immer auf zur Motze. Bleibt ja eh nichts anderes übrig. Wenn man einen Namen kriegt, kein Wunder, dass du rummutscht. Du bestellst dich mit Namen. Da kann ich dich aber glücklich schätzen, ne? Gut, ihr beschnuppern euch. Und dann komme ich nochmal. Vorbeigeschlappt. Nach euch zu sehen. Ach. Ich vermisse meine Drohnen. Luxus. Esse morgens ans Bett gebracht bekomme von einem kleinen Droide. Captain Phasma, haben Sie eine Aufgabe für den schlafenden Sturmtruppler? Er soll nachsehen, ob die Tiere im Gehege noch genug Nahrung in ihrem Futtertrog haben. Captain Phasmas Befehl lautet, sich um den Futterkrug und die Tiere zu kümmern, bis sie wieder da ist. Geht das für Sie in Ordnung? Ja. Befehl wurde weitergeleitet. Over and out. Mein Lord, wir haben Nachricht vom Schmuggler erhalten. Südlich von unserer Basis soll ein Hauptschiff, das der Schmuggler Halt gemacht haben, ein großes Versorgungsschiff. Ein großes Versorgungsschiff? Jawohl, mein Lord, es sollte uns dort möglich sein, Ressourcen zu kaufen, zu verkaufen und auch zu tauschen. Captain Phelps, mal, was verkaufen wir? Ich weiß es nicht, vielleicht können wir die minderwertige Munition verkaufen und dafür bessere Munition kaufen. Wann sind Sie zurück, damit wir dafür aufbrechen können? Wir sind bereits am Hochgang. Wir haben fast das erste Tor erreicht. Zum Truppler, möchten Sie mit auf das Luftschiff? Okay, ich warte auf Sie nach Ihrer ersten Mission. Mission 1 noch durchführen. Wir warten auf Sie. Darf ich es noch? Boom. Gleich am Aufgang. Wir müssten doch da schon ums Eck kommen. Hat doch nicht Sinn.
Wo sind die? Der Turm. Sag mal, ich ruf. Ah, das ist die Kreatur. Hochinteressant. Und mal breit mal gucken, wo der blutet, jo. Wow, was haben die für einen Kampf gehabt? Wahnsinn. Interessant, interessant. Das Tier hört auf, ne? Okay. Gut in der Ausbildung. Ich habe nur an Kühler beigebracht, wie man es macht. Ja, gucken wir mal da hin. Hier lagert, das ist der Futterkrug. Der Techner. Pass mal. Jawohl, mein Lord. Ich habe die Kreatur gerade gesehen, von weitem. Interessant. Sollten Sie schon herausfinden, wie man sie einsetzen kann? Nein, mein Lord, bisher nicht, aber wir haben herausgefunden, dass sie sehr schnell zu sein scheint. Okay. Und wir sollten uns jetzt aber vorbereiten, um auf das Versorgungsschiff zu gehen. Ja, das wollte ich nochmal genauer hören, nicht übers Mikrofon. Der Schmuggler Sky hat sich über die Frequenz gemeldet. Euer Schüler konnte es nicht genau hören und hat deswegen das Funkgerät an mich weitergegeben. Das Schmuggler, ein Schmugglerversorgungsschiff hat südlich von unserer Position Halt gemacht. Wir können dort Waren kaufen, verkaufen und auch tauschen. Was werden wir verkaufen? Also ich habe auf jeden Fall daran gedacht, Rebellenrüstung zu verkaufen. Vielleicht einige der Sattelanfertigungen für Springer, die wir nicht mehr benötigen. Vielleicht können wir sie gegen eine andere Art von Sattel tauschen. Eine andere Art? Vielleicht gibt es eine bessere Art, einen besseren Sattel. Oder sie kennen einfach andere Arten, wie man Sattel produzieren kann. Ich könnte vielleicht gegen dieses Wissen tauschen. Meister, wollen Sie das? Vielleicht können wir sie auch einfach nur gegen die Ragnarok-Münzen tauschen. Mein Schüler? Wollen Sie die neue Kreatur sehen? Das habe ich bereits. Ich habe es mir aus der Ferne angeschaut. Ich weiß ja nie, mit was ihr zurückkommt. Konntest du schon herausfinden, wie man sie einsetzen kann? Nein, ich
konnte bisher noch nicht herausfinden, außer dass sie Pflanzen sind und sehr spitze Finger haben. Wie nennen wir diese Kreatur? Da ist mir noch nichts eingefallen. Captain Phasma, haben Sie einen Namen? Sonimito. Mensch, machen Sie mich nicht so erschrecken! Ich war nur hinter dieser Wand, mein Ja, wusste ich. Hat mir meine Macht gesagt. Dann sie trotzdem nicht so schnell ums Eck. Jawohl, mein Lord. Einen Namen für diese Kreatur, die mein Schüler bezwungen hat. Ich muss sagen, sie ist nicht gerade die schlauste Kreatur. Vielleicht sollten wir erstmal sehen, für was sie geeignet ist und wir darauf basierend dann den Namen geben. Okay. Gut, dann kümmern Sie sich noch kurz um den Sturmtruppler. Müsste im Moment bei der Futterkrug-Mission sein, mein Schüler. So, Captain Phasma, Sie Lord, machen die, ja, genau, darüber wollte ich reden. Ich wollte gerade fragen, welche Ressourcen wir denn verkaufen möchten. Was haben wir denn im Überschuss? Da der Architekt noch nicht aus seinem Schlaf erwacht ist, kann ich leider nicht sagen, was für ein Überschuss. Wir haben sehr viel dieser Bildungspaste hergestellt. Wir haben sehr viel Holzkohle. Kristalle haben wir eigentlich nicht so viel. Vielleicht haben wir oben noch etwas Zündpulver im Lager. Könnten wir alle zur Feuerstein-Mission schicken? Ich will die Holzkohle weiterverwerten. Wie gesagt, wir haben oben noch Zündpulver auf Lager. Vielleicht können wir das dann weiterverarbeiten. Tun Sie das mal. Sagen wir, benutzen das Zündpulver und der Holzkohle in Verbindung. Dürfte eine explosivere Mischung geben, die für den Schmuggler vielleicht eines Feuerwerk in den Augen verursacht. Ich werde mich sofort an die Verarbeitung machen. Die Taler liegen in meinem Tresor. Jawohl, mein Lord, Sie sollten sie vielleicht mitnehmen. Ja, wie geht es dem Sturmtruppler? Sturmtruppler ist nicht auffindbar. Nicht auffindbar. Das ist schlecht. Benutzt deine Macht. Ui, also Taler haben wir auch nicht sehr viele, ne? Muss schon sagen. Taler haben wir nicht sehr viele. Das Sorgungsschiff hat Captain Phasma gemeint. Könnten die Hand für uns. Hört sich ja so ganz interessant an. Oh, wir haben sogar schon von dem Explosivpulver. Sturmtruppler ist wieder in der Base angekommen. Wie geht es ihm? Ich habe das Gefühl, er hat den Kryoschlaf nicht so gut überstanden. Ein bisschen müde sieht er aus, aber... Ist er für die Mission zu diesem Versorgungsschiff bereit? Ja, er ist bereit. Captain Phasma, hier ist bereits von diesem Gemisch zu finden. Oh, wir haben es. Jawohl, mein Lord, ich hab schon mal davon hergestellt. Gut, dann machen wir uns Aufbruch bereit. Welches Tier nehmen wir mit, damit ich bereits die Sachen einlagern kann? Mein Breitmaul. Da es am meisten tragen kann. Wie ist der Gesundheitszustand? Ihr wart ja schon auf Mission. Holla! Das ist noch nicht ausgeladen.
Ah ja, Sturmtruppler ist schon mal ein bisschen schneller unterwegs. Das ist sehr gut. Und, lauft sie jetzt rechts drin? Perfekt. Okay. Futterkrug-Mission läuft. So, der da wird gerade ausgeladen von Phasma. Alle. Alle. Zack. Geholt schon. Ach, mein Spieler hilft mit. Da geht das so schnell jetzt. Ja. Brauche hier aber mal breit mal was zu essen. Ich bediene mich da jetzt einfach mal am Garte. Aber ich hab mir nicht gefallen. Ach, ausgepflanzt. Rob. Version hat. Was sie nicht weiß, macht sie nicht. Alter! Okay. Narko wird auch verkauft. Okay. Gut, aber okay. Da war der Gardestand nicht. Vielleicht mal ein gutes Repertoire. Oh oh. Oh oh. Na klasse. Der hat sich ein Raptor geholt. Weh, der hat den Raptor abgemacht, Hawaii. Meister, soll ich in den Sturmtruppler einen Springer bereitstellen? Diese Springer hier müssen sich gegenseitig annähern. Versuche hier eine Paarung zu vollziehen, aber sie beißen sich immer gegenseitig. Das dauert noch ein bisschen. Aber ja, du kannst. Ja, den Springer nehmen wir auf jeden Fall mit. Sturmtruppeleinheit, das ist ihr Springer, wo gerade nach vorne gebracht wird. Mein Schüler, das ist mein Breitmaul. Ich wollte es nur bereitstellen, Meister. Welcher Springer war jetzt dem Sturmtruppler? Ah, dieser hier. Der hellere. Mit den weißen Federn kannst du aufspringen. Hast du so einen Springer schon mal geritten? Mein Schüler, du hast gesagt, die Sturmtruppler-Einheit ist gesund. Er konnte gerade noch mit mir reden, Meister. Das ist ihr Helmdefekt. Sturmtruppler? Ist dein Helmdefekt? Ja. Ist die laut im Spiel? Vorher zur Reparatur. Okay. Sagen Sie dem Captain, er soll. Warum soll sie gleich sterben, Techner? Sind sie überladen? Geht es ihnen gut? Haben sie genug Wasser, Essen? Ja. Okay, das wird eine längere Mission, ne? Weiter Weg, füllen sie ihre Wasserflasche auf. Wo ist Captain Phasma? Haben Sie sie gesehen? Wir wollen aufbrechen. Ich bin hier, mein Lord. Sind wir startklar? Alle aufspringen. Sturmtruppler, steigen Sie bitte auf Springer. Wilden aufbrechen. Mein Schüler. Da
Steigen Sie noch mal ab, es sieht komisch aus, was Sie da machen. Ja, jetzt ist alles okay. Auf Ihren Springerstumpf. Reiten Sie mal nach vorne, mein Schüler. Vielleicht kann sie den Springer nicht sehen. Der Springer steht hinter uns. Captain Phasma, haben Sie eine Aufgabe für den Sturmtruppler, um bei der Basis zu bleiben? Vielleicht eine Wache? Meister, ich habe herausgefunden, was mit dem Sturmtruppler los ist. Wie haben Sie das denn jetzt angestellt? Ich habe gelernt, einen anderen Gedanken rumzusuchen. Captain Phasma wird sich drum kümmern. Weitere Ressourcen farmen. Sturmtruppler neben ihm. Mein Schüler, wir reiten schon mal vor. Wie hast du diese Fähigkeit gelernt, dieser Gedankenübertragung? Der Sturmtruppler hat seine Aufgabe erhalten, mein Lord. Gut, dann führen Sie mich mal. Ich unterhalte mich, während wir Ihnen nachlaufen, mit meinem Schüler. Dann war da diese Höhle und sie hatte eine sehr hohe Machtsens und dann war da dann war das so ein Gespür. Lügst du mich an? Deine Sätze sind unvollständig. Versuchst du deinen Meister anzulügen? Nein, Meister. Wo ist diese Höhle? Wenn diese Höhle so eine große Machtpräsenz hat, will ich dort auch rein. Ich werde sie ihn. Wow! Was leckt ganz schön, wenn das Ding rendert. Wartet mal kurz, mein Breitmaul muss ich erst beruhigen. Wahnsinn, was geht denn hier ab? Captain Phasma, ist das Luftschiff? Ich kann nur vermuten, dass es dieses Luftschiff ist. Sie wissen, wo wir hin müssen? Was genau, es hieß nur Richtung Süden. Findet sich Schiffs eine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Gegenüber kann ich eine konische Konstruktion erkennen. Auf der anderen Brücke. Ja.